Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen, aber ich weiß es besser. Wen habt ihr da mitgebracht? Abulstein, legt das weg. Sie will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Ja, echt, jetzt entspann dich. Woher wissen wir, dass sie nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Ich weiß es einfach. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen, aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen, sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Woher weißt du, dass die lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Gut, der Vermisste. Machen wir. Was sagt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Oh. Oh. Jung, Mädchen, Hunde, Alte, es gibt niemanden, mit dem ich es nicht aufnehme. Hä, wo ist sie jetzt? Passt auf euch auf, wenn ihr den Fluss in Richtung Osten überquert. Die lässt sich Zeit, hä? Die hat Zeit. Ich grüße euch, Gefährte. Oh, hoi, Gefährte. Fralia. Fralia Graumähne. Willkommen in unserem Zuhause. Was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Abulstein, legt das weg. Sie will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Ja, echt, jetzt entspann dich. Woher wissen wir, dass sie nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Doch, wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Alles gut. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Ja, absolut. Was kann ich machen? Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. So machen wir's. Was für ein Beweis braucht er da? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass ihr sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen etwas mit dem zu tun haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Der ihr solltet man. Lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Soldat ruhig sein, Kollege. Nee. Abulstein. Gibt es Neuigkeiten? Nope. Habt ihr etwas gefunden? So, wo ane gehen wir? Ah, ganz in der Nähe, gut. Ihr habt hier nichts verloren.
Psst. Gib Ruhe, Lars. Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Ganz entspannt, Brigitte. Ihr hättet besser auf mich gehört. Brigitte, ich sag's dir. Provozier mich nicht. Ups. Entspann dich, Kollegin. So, ich bin darauf aufmerksam geworden, dass die Erkundigungen über einen Verbleib von einem gewissen Terald Graumann eingezogen worden sind. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmor-Agenten sich am Gefangenen bemächtigt und ihn zur Festung Nordwacht eskortiert haben. Ich glaube nicht, dass ich da noch genauer ausführen muss. Es wäre also in unserem aller Interesse, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Ich hoffe also, dass in dieser Hinsicht keine weiteren Nachforschungen angestellt werden. General Tullius. Hey, Hände weg! Entspann dich! Ihr habt hier nichts verloren! Geh weg! Aus! Keine Bewegung. Den Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich werde mein Kopfgeld zahlen. Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Nein! Die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ja, versteht sich. Jetzt nimmt es mich Wunder, ob die mir aus Tagebuch oder was da war, geklaut haben. Na ja gut, die Informationen, die habe ich ja. Ich glaube nicht, dass jemand anderen das Tagebuch als Beweis bringen muss. Ja, so ein Tor für die Lady nicht wieder. Grüezi! Hoi. Gibt es Neuigkeiten? Ja, der Beweis, dass... Ja, der Beweis, dass der Tarol lebt. Ich wusste es. Der Zeig Tarol. Die mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Du wirst Festung Nordwacht überfallen. Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Ja, sicher. Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Natürlich bin ich dabei. Ich trommle alle Männer zusammen und treffe mich mit euch vor Festung Nordwacht. Wir gehen so schnell wie möglich rein und wieder raus. Wir sehen uns dort. Okay. Vamos. Gehen wir den Bruder retten.